Ich hoffe, ich sehe danach nicht so bepinselt wie der Glöckler aus. Willkommen, liebe Z-Promis. Heute probiere ich es mal mit einem Bartfärbe-Tutorial. Sieht ein bisschen aus wie Ausfluss, ne? Also farblich sieht das eher aus wie Eiter. Die Leute laufen ja immer noch rum wie die wilden Wikinger mit Bärte. In kleiner Form, in großer Form, in Rauschbartform. Und da ich immer den Trends ein wenig hinterher humpel, habe ich mir jetzt auch mal einen wachsen lassen. Und ihr seht, er ist so ein bisschen Multikulti. Er ist rot, er ist braun, er ist ein bisschen blond. Gefällt mir alles gar nicht. Deswegen probiere ich es jetzt mal hier mit Just for Men. Die Farbe ist eigentlich nur dafür gedacht, für ergraute Barthaare. Aber ich habe gelesen, wenn man es ein bisschen länger drauf lässt, dann färben sich auch die nicht ergrauten Haare. Also ich habe keine ergrauten Haare. Ich will sie alle nur ein bisschen dunkler haben und einheitlich. Nicht, dass das so hier so wie so ein wilder Wirsing aussieht. Ich hoffe, es wird aussehen und ich hoffe, ich sehe danach nicht so bepinselt wie der Glöckler aus. Ihr kauft euch das Ganze bei Amazon. Ich glaube 10 Euro mit Porto. Ich probiere das jetzt mal aus. Ja, erstmal muss ich mir die Gebrauchsanweisung durchlesen. Also hinten steht drauf, einfach einbürsten mit der ergonomischen Bürste ist die Anwendung ganz einfach. Grau verschwindet nach 5 Minuten. Ich hoffe rot, blond und braun auch. Also die Farbe ist schwarz-braun. Ich habe gelesen, ich wollte eher schwarz nehmen, ich gesagt schwarz, habe ich gelesen im Internet. Schwarz ist dann wirklich schwarz, also wirklich black. Und das ist dann noch, glaube ich, ein bisschen zu dunkel für mich. So, hier haben wir das Paketchen. Das ist der Pinselchen. Hauptsache, ich bemal mich nicht dann überall im Gesicht und sehe dann aus wie ein Indianer auf Kriegsfahrt. Handschuhe und die einfache Anleitung. Ich lese und in der Zwischenzeit habe ich für euch ein bisschen Werbung. Immer wenn ich den Partyprinz sehe, bin ich total aus dem Höschen. Da wollte ich halt sehen. Jetzt hast du ihn gesehen, jetzt geh wieder rein. Willkommen zurück. Ich hoffe, ihr seid noch im Höschen und wenn ich es auch nicht schlimm. Ich habe auch keine Zeit. So, es steht zwar nicht in der Anleitung, aber ich habe es im Internet gelesen und ich weiß von meinem Friseur, wenn er mich hier oben färbt und die Seiten sollen nicht blondiert werden, macht er da immer Conditioner drauf. Also nehme ich hier mal so eine BB-Zartpflegecreme, die gibt's auch von Nivea. Einfach hier mal so ein bisschen um die Haut drumherum schmieren. Ich denke mal, dann ist das geschützt und dann, wenn ich mich verpinsele, dringt das nicht gleich auf die Haut ein. Ich denke mal, so eine Art Schutzbarriere. Dann ziehen wir die Erste-Hilfe-Handschuhe an. Zunächst haben wir hier zwei Tuben. Und da müssen wir jetzt jeweils so eine Spur legen. Sieht ein bisschen aus wie Ausfluss, ne? Und mit dem hinteren Ende sollen wir das vermischen. So, und jetzt schon mal auftragen. Also farblich sieht das eher aus wie Eiter und nicht wie schwarzbraun soll es eigentlich sein. Und jetzt 5 Minuten. 32 haben wir. Also bis 37. Und dann mal schauen. Und in der Zwischenzeit soll man, damit man das ganze Zeugs nochmal wieder verwenden kann, alles schön sauber abspülen. So mal ein kleiner Tipp. Die halbe Zeit ist abgelaufen. Ist ganz gut, wenn man so ein bisschen hier die Konturen mit dem, wie heißen sie, Wandstäbchen sauber macht. Ui, verdammt, ein bisschen über der Zeit, jetzt aber schon 40. Eigentlich wollten wir bis 37, 8 Minuten drauf oder weniger was. Jedenfalls muss das jetzt, glaube ich, runter. So, jetzt ziehe ich irgendwie noch den Rest von der BB-Creme drin. Oh, ich bin das wie eine Sau. Oh. Ich glaube, das mit der Creme war auf jeden Fall gut. Jetzt hätte ich hier, glaube ich, sonst auch überall schwarze Flecken. Und was sagt ihr? Also ich finde, es ist dunkler geworden. Ergebnis, Fazit, also ich bin zufrieden, ich würde sagen,
Es ist dunkel geworden. Und ich sehe nicht so bepinselt aus, bemalt wie der Glöckler, oder? Habt ihr ja ähnliche Erlebnisse, Ergebnisse? Sagt oder macht es mir nach und dann gebt ihr mir eure Antwort. Ich finde es einfach gut. Nur noch die Frage, ob es mir gefällt, ob es mir steht, das ist eine andere Frage. Aber das Färbeergebnis, also es hat was gebracht, es ist dunkler geworden, es sieht nicht bepinselt aus. Kommentiert, abonniert.